Hallo zusammen, wir sind hier voll im Funny-Gummy-Fieber und Schleim machen. Und man sollte aufpassen, wenn man Funny-Gummy in den Schleim einarbeitet, weil dann passiert das, was uns hier passiert ist. Der ist viel zu hart geworden, lässt sich gar nicht mehr so richtig genau verarbeiten und kneten, reißt sehr schnell. Riecht zwar lecker, aber nein. Leider nichts geworden. Genau, leider ist der nichts geworden. Er ist auch irgendwie komisch nass. Also macht lieber ein ganz kleines bisschen Funny Gummy zuerst in den Schleim rein. Und dann, falls die Farbe doch nicht so intensiv ist und es nicht so doll wird, dann kann man gerne noch etwas mehr nehmen. Also sanft Funny Gummy reinmachen. So. Wie macht man jetzt Funny-Gummy-Schleim? Haben wir ja gestern schon gezeigt. Gestern hatten wir aber Rasierschaum benutzt. Heute wollen wir das Ganze mal ohne alles machen. Wir lassen mal den Rasierschaum weg und nehmen nur die üblichen Zutaten. Und heute mal etwas Glitzer. Wow, wir wollen es probieren. Mal gucken, ob es klappt. Genau, so, was benötigen wir? Wir benötigen wieder mal unsere Waage. Wir hoffen, dass sie dieses Mal funktioniert. Warte. Gib jetzt, als sie geht. Und wir brauchen unsere Schüssel. Dann können wir mal so stellen, dass der Jonah vielleicht drücken kann. Genau, dann drücke bitte auf Terra. Ja, und 00. Bei 00 können wir loslegen. Ja, 00. Wir benötigen wieder 100 Gramm PVA-Bastelkleber. So. Oder Kleber. Ja, das ist Kleber. Das ist PVA-Bastelkleber. Da sind 5 Gramm drin. Nee, da sind 5 Kilo drin. So, bei 100 rufst du bitte Stopp, Mama. Bei 100. Und? Oh. Ja. Stopp, Mama. Hab. 112, auch das soll nicht ganz so schlimm sein. Ist aber nicht so. Genau, dann benötigen wir, Jonah, wir benötigen wieder Natron. Natron benötigen wir genau 3 Gramm. Da wir jetzt etwas mehr haben, wir schauen mal. Nein, da 1, 2 und 3. Gut. So, 4. Mama. So, der Jonah rührt einmal. Komm mal etwas dichter. Ja, der Jonah rührt einmal. Wir machen ja heute keinen Rasierschaum rein und kein Wasser. Und mein Rührmeister rührt wieder schön. Kann ja auch die Schüssel nebenbei rühren. So. Ich habe jetzt eine Küchenmaschine. Warte mal, ich brumme. Rühr mal ein bisschen schneller, Maschine. Okay, super. So, jetzt rührt die Mama weiter und der Jonah gibt uns etwas Kontaktlinsenflüssigkeit hinzu. Warte mal langsam. So, jetzt langsamer Gang und reicht das mal? Kontaktlinsenflüssigkeit immer sanft dazugeben. Ganz sanft. Immer schauen. Der Schleim zu. Genau, sonst wird es zu doll und der wird richtig fest und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja zarten, sanften. Guck mal, geht schon los am Rand. So wie gestern. Ja, und noch einen kleinen Schwupps rein, bitte. Ja. Naja, du bist immer sehr reicht. Ja, sehr sanft mit Schwupsen. Ja. Ja, wird schon besser. So, schön verrühren. Und noch einen kleinen Schwupps. So, dann kannst du. Ja, dann machen wir ein bisschen Schluck. Jo, reicht. So, und jetzt kannst du schon mal den Glitzerflimmer. Wie auch immer, Glitzerflimmer. Alles oder? Na, alles nicht ein bisschen. Ja, so, dass ich das auch gut. Oh, guck mal. Noch ein bisschen. So viel Glitzerflimmer flimmert das noch nicht. Ja. Das noch ein bisschen. Ach komm, na los. Nein, alles nicht, ein bisschen noch. Ja, bist aber sehr sparsam, wa? Mann. Oh, hier kam Glitzer rein. Ja, schön. Sparsam beim Schleimglitzer, aber auf dem Tisch ohne Ende. Also, der sieht ja schon mal interessant aus. Genau, jetzt machst du uns mal wieder etwas Kontaktlinsenflüssigkeit auf den Tisch.
Ein wenig. Ja. Und? Aber ich glaube, oh, das sieht schon gut aus. Auf die Händchen etwas, damit du nicht gleich wieder so klebst. Und auf meine Hand. Ja, danke schön. So. Ja, jetzt hole ich das schon mal raus. Ja, der ist noch sehr klebt noch ganz schön. Ich glaube, den werde ich mal noch ein paar Minuten. Gib mir mal noch ein bisschen hier in die Schüssel. Ja. Gott. Also da muss man wirklich Stückchen für Stückchen für Stückchen nachholen. Nachholen. Und ja, der ist gut. Sehr schön. Der ist schön. Und jetzt kannst du anfangen zu kneten. Unser Topf ist wieder fast leer. Fast. Gibst du mir auch ein bisschen ab, oder? Ja, sehr schön. Und jetzt geht das Ganze wie gestern los. Toller Spaß ist das hier. Oh, guck mal, der ist schön. Hm. Na, kann ich heute wieder was mopsen von dir, oder? Magst du mal deine Händchen sauber machen? Also, der ist wirklich jetzt schon, sag ja, wenn man immer die Kontaktlinsenflüssigkeit nach und nach reingibt, wirklich super. Jetzt kann man sich noch die Reste rausholen aus dem Topf. Und schon ist auch der Topf sauber. Ich kann auch selber von meinen Fingern annehmen. Genau. So. Jetzt kommt wieder unsere Geheimzutat. Und zwar hat sich der Jonah heute ausgesucht, das Neon Funny Gummy. Okay. Also orange. Also orange er. Gut. Und wir nehmen wieder nur ein wenig. Bisschen. Ein bisschen. Ich mache mir hier einen kleinen Klecks rein und da einen kleinen Klecks. Und bei Jonah machen wir da einen kleinen Klecks und da einen kleinen Klecks. Und wirklich nur noch einen ganz kleinen Klecks und so. Und jetzt versuchen wir das Ganze einzuholen. Genau, zu vermischen. Knistert auch schön. Der knistert auch so schön, ne? Und ja, so schlimm riecht der jetzt auch nicht. Also mit Rasierschaum riecht er schon gut. Aber, oh, guck mal, fängt schon langsam. Ja, guck mal, geht schon langsam los. Bei mir auch. Sehr schön. So. Und wie sieht deine aus? Gut. Guck mal, meiner sieht schon so aus. Wie sieht deine aus? Ja, mit Rasierschaum ging das Ganze ein bisschen einfacher, fand ich. Ja, so richtig Neon will er noch nicht werden, also müssen wir noch eine Weile länger. Bei mir ist schon. Ja, schon besser? Vielleicht ist durch den Rasierschaum noch ein bisschen mehr Flüssigkeit in den. Noch ein bisschen. In den Schleim? Nee, das darf jetzt nicht mehr da rein, aber wir könnten. Nein, wir müssen das jetzt einfach durchkneten. Guck mal, meiner wird schon richtig, richtig schön verkneten. Das ist ja das Schöne am Schleim, der ist ja dafür da, dass man ihn knetet. Und so ist das. Genau, und so ist es dann jedes Mal, wenn er geknetet wird, verändert er seine Farbe. Also eigentlich. Ja. Ja. Oh, deiner ist schön, genau, schon schön durchgeknetet, ne? Ja, riechen tut er heute nicht so schön wie gestern mit dem Rasierschaum. Aber ich finde den jetzt auch nicht unangenehm im Geruch. Also da finde ich die gekauften, wo die Styroporkugeln drin sind, wesentlich. Ja, der sieht cool aus, so richtig schönes Neon-Orange hat der schon. Zeig mal deinen an. Zeig mal, das ist meiner. Und wie sieht deiner aus? Meiner, den habe ich ja selbst gemacht. Ja, genau. Und der glitzert auch so schön. Ich werde mal versuchen, ein bisschen hoch. Ah, klebt natürlich an meiner. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Also, ich finde, man kann das Ganze auch ohne. Guck mal, der schlägt sogar Blasen. Cool. Hey, der hat Blasen. Ich habe einen mit Blasen. Hast du auch einen mit? Mit? Ja, da. Ja, kann deiner das auch? Woran nicht das wohl? So, ihr Lieben, wir manschen hier noch eine Weile rum.
und probieren noch einige Sachen mit unserer neuen Funny Gunny Gummy Schleimknete aus und erfreuen uns unserer Kreation hier. Wir wünschen einen super schönen Tag und freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.